Moin zusammen und weiter geht's mit Pizza Connection 3. Sydney ist endlich fertig. Wir sind jetzt in den USA, kommen da gleich an. So, sehr geehrte Montago, ich würde mich freuen, Sie als Neukonkurrent in meiner Stadt zum Essen einladen zu dürfen, gerne auf neutralem Grund. Ich nehme an, dass Sie auch deshalb den Markt hier in den USA erobern wollen, um mehr über Ihren Vater zu erfahren. Aber ich kann Ihnen versichern, seit er vor 3 Jahren unter, nun, unglücklichen Umständen bei Katuro ausschied, wurde er nicht mehr gesehen. Wäre er noch in den USA, dann wüssten wir es. Ich würde mich freuen, Sie endlich persönlich kennenlernen zu dürfen. Wie wäre es nächsten Samstag? Es gibt ein sehr nettes französisches Restaurant, nicht allzu weit vom Lincoln Memorial. Mit respektvollen Grüßen, Carlo Catturato. Okay, amerikanische Verwandtschaft. Um vor Cattura Pizza sicher zu sein, musst du sie aus ihrem Heimatmarkt verdrängen. Das wird ein harter Kampf werden. Und vorbei ist er erst, wenn auch das letzte Cattura-Restaurant in deinen Besitz übergegangen ist. Okay. Ich glaube, ich schnapp mir einfach mal das hier. Relativ günstig. The Clintons. Gut, bleibt drin. Ja, ich kümmere mich einmal kurz ums Restaurant und dann sehen wir uns gleich wieder. Kurze Pause. Oder? Ja, kurze Pause. Ich überlege mir mal was. So, 6 Köche, so ein bisschen an die Zeiten angepasst hier, so 6 bis 12, sag ich mal, ist hier vielleicht nicht mehr so viel, oder 9 bis 12 auf jeden Fall nicht viel. Jetzt habe ich mir die Schicht mal so eingeteilt, 6 bis 18 Uhr, 15 bis 3 und 18 bis 6. Gut, dann das gleiche natürlich mit den Kellnern, Lieferleute dazu, Lieferanten. Wo ich schon mal dabei bin, können wir auch direkt hier nochmal einen Foodtruck holen. Setze ich mal. Hier unten sieht das gut aus. 18 bis 3 Uhr. So, und Menü kommt dann mein Bestseller rein. Die hier. Werbung. Ich sag mal, alles unter 500, was sich lohnt, sag ich mal, wo auch ein paar Gäste dann auch angelockt werden, hole ich mir dann mal. Ja. Sieht auch gut aus. $192, kommen aber kaum Gäste. Oha, kommen über 200 Bonzen dann angelaufen bei der Werbung, aber nee. Die hier sieht doch noch gut aus. Passt auch mit meinen Öffnungszeiten, beziehungsweise mit der Personalplanung. Jo. $1200, ja, nee, danke. Die ist mir irgendwie gerade noch zu teuer. Ja, mit Auge zudrücken nehme ich die auch noch mit. $368, jo, die nehme ich. Ach, was soll der Geiz hier? 195, ja, kommt zwar nicht viel rüber. Aber bevor die Konkurrenz sich die Werbung holt, hole ich mir die erstmal. Oh Gott, und ich sehe schon, ich muss meine Küche verbessern. Kochqualität, die ist ja unterirdisch. So, bei euch die Geschwindigkeit im Service. Ah,
Okay, der ist ganz gut von der Geschwindigkeit, aber extrem unfreundlich. So, cool. Dann lassen wir es erstmal laufen. Was könnte ich noch machen? Hier. Qualität, Geschwindigkeit der Angestellten. Oder Zutatenqualität. Und ein Maskottchen. Gucken. Hier sieht er. Vom Pavillon sieht es immer gut aus. 12 bis 21. Pizza, Pizza? So. So, und dann jetzt mal laufen lassen. Muss jetzt auf erstmal viel Geld in die Küche buttern. Aber hier am einfachen Tisch sitzt irgendwie keiner dran. Wäre sonst eine Überlegung. Oh. Wäre sonst auf jeden Fall eine Überlegung. Ja, okay, morgen hat er dann ab 18 Uhr offen. Wäre sonst auf jeden Fall eine Überlegung, den einfachen Tisch rauszunehmen. Richtig gut. So, es fehlen nur noch meine Lieferleute. Der ist okay, der ein bisschen freundlicher, der ein bisschen schneller, freundlicher, freundlicher, schneller, freundlicher. Freundlicher, sondern hier ist auf jeden Fall wieder die Kochqualität gefragt. So, eine Krankheit habe ich schon gesehen. Nicht, dass mir mehrere Leute gleichzeitig ausfallen. Gehst du mal jetzt in Krankheit und du auch. So. Ah, schade, der könnte jetzt eigentlich echt ein Geschäft machen. Okay, Arbeiter. Wenn es ein bisschen ruhiger ist, werde ich mir dann noch mal den Architektenmodus anschauen. Ah ne, guck mal, jetzt sitzt hier jemand. Teenager am Tisch für einfach oder am einfachen Tisch. Sind meine Lieferanten? Da hinten kommt er. Sehr gut. Direkt weiter ausbilden.
Gut. So kannst du erstmal laufen. Oh Gott, mit den schwarzen Pizzen allerdings nicht. So, und jetzt warte ich mal ab. Gehalt 5,30. So, Ausbildung. Wenn das heißt plus 15%, dann ist das wohl nicht nur die Leistungsfähigkeit 15%, sondern 15% mehr Gehalt. Und ja. Okay, läuft. Keiner, der abhaut oder verärgert ist. Ah, jetzt 15 Uhr. Was ist da los? Okay. Dann mache ich das mal so. Zack, zack und stelle mir noch zwei Kellner ein. Für den Spätdienst. Okay, cool. Der ist bald aufgegessen hier. Sobald er oben links hier gleich anploppt, dann fülle ich hier mal auf. Aber läuft. 21 Uhr. An 20 Uhr kommt noch mal ein gewaltiger Sprung. So sieht das gut aus. Und wenn um 5 der Laden langsam ein bisschen leerer wird, dann werde ich den einmal ausbauen, expandieren lassen. Dann kriege ich vielleicht mehr Kundschaft rein. So, jetzt ist kaum noch Kundschaft da, dann mache ich das jetzt einmal. So, 4 Stunden, um 9 ist er dann fertig. Und 100%, tada! So. Architektenmodus, Grundriss nämlich ändern. Guck mal, das sieht doch mal nach was aus. Yes, das wird mein Speisesaal. Die Küche und das Lager hierhin. Dann haben die Jungs, die Lieferanten, nämlich noch einen etwas verkürzten Weg. Ja, vielleicht nicht unbedingt direkt in den Eingangsbereich. So, ich habe noch einen einfachen Tisch, der ist eh nicht so gut besucht. Den tue ich dann mal da oben in die Ecke.
klassisch. So, zack. Modern kommt hier unten runter. So, nach so kurzer Zeit schon eine Neueröffnung, aber der Laden läuft echt super. Feintuning macht hier eine ganze Menge aus und was ich in vorherigen Runden immer wieder vergessen hatte, war oder übersehen hatte oder nicht so beachtet hatte, war halt die Gehaltskosten. Ja, mal schön synchron hier. So. Klassisch, rustikal. Ups. Guti. Ich werde alles mal ein bisschen entzerren. Sehr schön. So, dann passt es auch wieder mit dem Nachbarn. So, wenn ich merke. Ach nee, oh. Ohne Ofen wird das, glaube ich, nichts. So, wenn ich merke, das ist alles so irgendwie ein bisschen suboptimal mit dem Setting hier, dann kann ich das immer noch wieder nochmal anpassen. Auch nochmal zwei Öfen dann später bauen. Nochmal ein Architekt. Ein bisschen von der Wand wegrücken. Jetzt passt das. So, jetzt müssen nur meine Lieferanten rankommen, sonst wird das hier nichts mit Essen machen. Und direkt voll der Laden. Geil. Richtig gut. Mal sitzt Santini am Tisch. Wieso hat er Schwierigkeiten? Der muss nur einmal sein Lager voll machen und dann hat er auch keine Schwierigkeiten mehr. So, personaltechnisch sieht das gut aus. Zwei Köche am Feierabend und die nächsten kommen schon. Krass. Ihn hier vergesse ich immer wieder aufzufüllen. Das läuft doch richtig gut hier. Kaum Verlust gemacht, trotz Ausbau.
Ja, nochmal auffüllen lohnt sich nicht, bis der voll ist, dann ist 3 und dann hat er eh Feierabend. Aber hier läuft es doch echt gut. Mal gucken, dass sie sich nicht alle gleichzeitig krank melden. Super. Ja, klasse. Dann mache ich hier eine kleine Pause und dann würde ich sagen, stürzen wir uns in der nächsten Folge auf den nächsten Laden. Viel Spaß weiterhin, bis gleich und ciao.